Hey, hallo und herzlich willkommen zu den True Miles Podcast Questions and Answers Episode 28 und zwar vom, heute ist der dritte, sagt Karl, dann muss es stimmen. Wir legen gleich los und zwar mit Turkish Airlines Gabelflügen. Cedric fragt, ich möchte im Sommer ein paar Tage in Wien verbringen und habe folgenden Plan. Mit Turkish Airlines will er von Düsseldorf nach Istanbul im A330 und am selben Tag von Istanbul nach Wien A350 in der Business Class für 25.000 Miles in Moormeilen und ca. 165 Euro. Jetzt hat er die Frage, ob er irgendwelche Rechte hat für den Fall, dass Turkish Airlines kurzfristig anstelle des A330 oder A350 ein Kurzstreckenflugzeug einsetzt mit entsprechend schlechterer Business Class. Kai, ist das einfach sein Risiko? Hallo erstmal. Ja, hallo Wolfram. Ist sein Risiko, genau. Ja. Gäbe es einen Anspruch auf ein bestimmtes Fluggerät, dann wäre Airways längst pleite, werden die längst. Das sind die Weltmeister im kurzfristigen Wechsel von Fluggeräten. Na, alle buchen die Q-Suite, weil Qatar Airways sie halt auch sehr viel öfter verkauft, als sie die eigentlich verbaut haben in den Flugzeugen. Ja. Und bekommen dann so eine Stunde vor Abflug. Leider hat sich dann ein kurzfristiger Wechsel des Fluggeräts ergeben. Und dann sitzen sie in einem alten, gammeligen A330. Da gibt es keinen Anspruch, da gibt es keine Entschädigung, da gibt es gar nichts. Das ist dann einfach, that's life. Ja, und hat auch mit Gabelflügen und so weiter nichts zu tun. Nee, das mit den Gabelflügen fand ich ganz lustig, weil wir das ja mal empfohlen haben. Das ist einer der Sweet Spots bei Miles & More, dass man eben Flüge über Istanbul wieder zurück nach Europa sozusagen für den Preis eines Fluges. Das ist dann sozusagen fast ein Hin- und Rückflug zum Preis eines Fluges. Dafür ist es ein schönes Beispiel. Kommen wir zum Payback-Meilen-Abo. Der Guido fragt, ich habe leider in 2021 das Payback-Meilen-Abo bei Miles & More erstellt und möchte es wieder loswerden. Kann ich dieses Payback-Meilen-Abo wieder kündigen, Kai? Ja, klar kann er das. Und zwar da, wo er es eingestellt hat, nämlich bei Payback, nicht bei Miles & More. Das ist eine Einstellung, die man bei Payback vornimmt. Oder weitere Einlösemöglichkeiten geht man zu Miles & More. Und da ist dann irgendwie der Haken gesetzt bei Meilen-Abo aktivieren, okay, oder wie das heißt. Und das muss man wieder rausnehmen. Ist ein bisschen versteckt natürlich, aber geht bei Payback, kein Problem. Ja, und wie wir schon mehrfach besprochen haben, dieses Payback-Meilen-Abo, nee, nicht machen. Juni und Dezember ist das Stichwort. Genau. Amex Platinum Avis Status, der Andreas, der hat gar keine Frage. Der will einen Tipp loswerden und einen ziemlich guten, finde ich. Naja, man hat einen Avis Status mit der Amex Platinum inklusive und wir hatten bei irgendeiner Folge mal gesagt, wahrscheinlich bei der Amex Platinum. Und ich hatte gesagt, dass ich daran verzweifelt bin, weil ich da von einer Hotline, von einer automatisierten Antwort zum nächsten geschickt wurde und irgendwann habe ich dann gesagt, ihr könnt euren Status euch hinschieben, wo die Sonne nicht hinscheint. Aber da holst du ihn jetzt wieder raus, oder? Da, wo die Sonne nicht hinscheint, da steckt er ganz tief fest. Okay, wir blenden den Link ein, den Andreas aus dem Reddit-Forum ausgegraben hat. Für alle, die es interessiert, wie komme ich zu diesem Avis-Status zur Amex Platinum-Kreditkarte? Wichtig ist, dass man sich erstmal einen normalen Avis-Account erstellen muss. Und wenn man noch keinen hat, dann muss man sich den erst erstellen, denn ansonsten endet die Reise schon an der Stelle. Die erstellen, also man könnte annehmen, dass Avis, wenn man den sagt, hier, ich bin Platinum, ich kriege bei euch einen Status, dass die dann auch ein Konto erstmal für einen erstellen und dann gleich den Status drauf buchen. Nee, so funktioniert das nicht. Erst den eigenen Avis-Account erstellen und den dann upgraden lassen. Und zwar über eine Seite und nur über diese eine Seite. Das ist eine extra Landingpage für Amex Platinum-Inhaber. Andreas, ich habe es jetzt auch begriffen. Herzlichen Dank. Dann kommen wir jetzt wirklich zur Meilengutschrift und zu Statusvorteilen bei Hotels. Und zwar hat Jana zwei Fragen zu Miles & More und Amex. Sie verreist im März mit Singapore Airlines und anderen Airlines der Star Alliance eine kleine Weltreise. Ich habe noch keine Miles & More Karte, weil es im Moment keine wirklichen Boni etc. gibt für den Abschluss, sagt Jana. Aber kann man, wenn im Frühling ein tolles Angebot der Miles & More Karte Blue oder Gold kommt, dann die Meilen vom März noch anrechnen lassen, Kai? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe oder ob Sie das richtig verstanden hat mit dem Meilensammeln bei Miles & More. Also sie braucht zum Meilensammeln bei Miles & More keine Kreditkarte. Blue und Gold sind ja die beiden Kreditkarten. Sie muss sich einfach kostenlos bei Miles & More anmelden und kann dann da Flüge gut schreiben lassen. Und das reicht schon. Das kann man im Zweifel auch 6 Monate später noch nachträglich machen lassen. Ich würde es aber, wenn ich weiß, ich fliege im März los, ist ja nicht mehr lange hin, würde ich jetzt einfach schnell das Konto eröffnen bei Miles & More. Wenn ich denn die Meilen da haben will, gibt es auch keine Probleme mit der Meilengutschrift. Oder
unabhängig davon kann man sich natürlich überlegen, ob man irgendwann eine Kreditkarte sich anschafft. Das hat aber mit dem Meilensammeln mit Flügen erstmal nichts zu tun. Klarheit schafft Wahrheit. Und dann die zweite Frage zu Jana, und zwar wegen der Amex. Wenn ich über das Amex-Portal, fragt Jana, einen Hotelaufenthalt buche, habe die Platinum-Card und zum Beispiel ein Partnerhotel wie Radisson auswähle, aber zwei Zimmer in einer Buchung, also für drei Leute in zwei Zimmern, bekommt dann die Person, die im zweiten Zimmer wohnt, auch die Vorzüge meiner Platinum-Card? Wir haben da ein paar Probleme. Erstens bin ich mir gar nicht sicher, ob es bei Radisson, ich weiß, da gibt es einen Status, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wahnsinnig große Vorzüge sind. Ich glaube, der Radisson-Status ist der wertloseste von allen. Und das zweite, das ist das erste ernsthafte Problem, ist, dass wenn sie das Buch über den Amex Reiseservice, dann hat sie die Statusvorteile grundsätzlich ohnehin nicht, weil die Statusvorteile gibt es eben bei Hotelbuchungen immer nur, wenn man direkt bei der Kette bucht, also in diesem Fall bei Radisson. Ah. Radisson gewährt keine Statusvorteile, wenn das über Drittanbieter gebucht wird. Manche machen es, das ist dann aber Kulanz, also da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das am Ende wirklich klappt. Das dritte, die Antwort auf die Frage, die sie eigentlich gestellt hat, ist dann leider nein. Ist jetzt ein bisschen gemein, aber Vorteile gelten immer nur für das Zimmer, in dem der Statusinhaber schläft. Und bevor jetzt gleich alle möglichen Leute mit Status bei Hotelketten uns da die Kommentarleiste vollschreiben, ja, wird sich da kulant verhalten von den Hotels und sehr oft bekommt man die Statusvorteile trotzdem auf das zweite Zimmer. Die Frage war ja, wie das eben rechtlich ist. Und rechtlich ist es ja eben so, es gibt für ein Zimmer, nämlich für das Zimmer des Statusinhabers, die Vorteile. Und fürs zweite Zimmer dann, wenn man höflich nachfragt und derjenige, der da vor einem steht beim Check-in, gute Laune hat gerade. Alles klar. Bleiben wir bei Amex und kommen zur Amex-Freundschaftswerbung. Plötzlich haben wir einen anderen Sound. Ja, ich habe das Mikrofon wieder angeschaltet. Hätte ich vielleicht schon zu Beginn der Folge machen sollen. Wir kommen jetzt zur Amex-Freundschaftswerbung. Und zwar ein User, den kennen wir ja schon. Ein User fragt, meine Amex-Karte war gesperrt, weil ich einmal die Rechnung nicht zahlen konnte. Jetzt habe ich alles nachgezahlt und die Karte ist wieder entsperrt. Allerdings ist mir jetzt die Freundschaftswerbung gecancelt worden. Amex meint, dass ich bis zu 6 Monaten warten müsste, bis das wieder freigeschaltet wird. Hast du, Kai, so einen Fall schon mal gehabt, wie er die Freundschaftswerbung wieder freigeschaltet bekommt? Was vermutest du, werde ich jetzt antworten? Ich denke, er hat keine Chance, weil Amex die Regeln nach Gutdünken festlegt. Also der wichtigste Tipp, um keinen Ärger mit Amex zu bekommen, ist, zahl deine Rechnung pünktlich. Es klingt jetzt doof, aber das ist halt passiert. Ist passiert, genau. Aber dann muss man eben die Konsequenzen, die daraus erwachsen, muss man dann eben auch tragen und tapfer sein, die 6 Monate. Normalerweise ist es so, dass sie auch noch die Amex-Offer sperren. Das haben sie bei ihm nicht gemacht oder die sind inzwischen schon wieder aktiviert. Und gab irgendeine dritte Geschichte, die auch ziemlich ärgerlich ist. Also der Willkommensbonus kann dir auch, wenn du einen Willkommensbonus bekommen hast, kann der dir auch wieder abgezogen werden, wenn du deine Rechnung nicht pünktlich bezahlst. Banken und Kreditkartenunternehmen sind halt nicht deine Freunde, ne, sondern das sind Unternehmen, die sehr harte Regeln haben, wenn es um Geld geht. Und das muss einem einfach klar sein, dass man pünktlich zahlen muss. Ich kann mir auch nicht vorstellen, bei dem Volumen, was sie durchhauen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Geheimregeln sind, aber das sind halt wirklich kleingedruckte AGBs und verklausuliert und so weiter. Und da irgendwo wird es dann schon drinstehen. Kommen wir zu Turkish Airlines. Vorteile bei Turkish Airlines bei Buchung über Miles and More. Und zwar fragt der Martin. Ich habe bei euch gut aufgepasst, meint er. Mir soeben meinen ersten Prämienflug gebucht für Mitte Mai. Und zwar Basel, Istanbul, Jakarta mit Turkish Airlines Business Class. Gebucht über Miles & More für 71.000 Meilen. So, jetzt kommt's. Erste Frage. Das Miles & More Prämienticket ist durch Lufthansa ausgestellt. E-Ticketnummer beginnt mit 220. Aber die Flüge werden von Turkish Airlines durchgeführt. Operated by Turkish Airlines. Kann ich in Istanbul die Turkish Airlines Lounge benutzen? Ja, er schreibt noch dazu, das habe ich da jetzt, um die Sache ein bisschen abzukürzen, hatte ich das rausgenommen, dass es bei Turkish Airlines auf der Webseite den Hinweis gibt, dass es den Loungezugang nur bei einem von Turkish Airlines ausgestellten Ticket geben würde. Ich bin mit einem Live Miles Ticket für Turkish Airlines in der Lounge gewesen, war kein Problem. Ein Freund von mir war gerade kürzlich mit einem Miles & More Ticket in der Lounge in Istanbul. Das funktioniert. Haklich wird es jetzt gleich bei der zweiten Frage. Wie kann ich einen Fensterplatz auswählen?
auswählen, Zusatzgepäck und vegetarisches Essen buchen, fragt Martin. Das Problem, das dahinter steckt, ist, dass er mit dem Buchungscode, den er von MySMO genannt bekommt, kann er sich bei Turkish Airlines nicht einloggen. Es gibt ja immer dieses, wo man sich mit Buchungscode und mit Nachnamen auf der Webseite der durchführenden Airline anmelden kann. Und dann kann man da seinen Sitzplatz auswählen und sein Special Menu auswählen, damit man ein bisschen schneller was zu essen bekommt und all solche Sachen. Das funktioniert nur, wenn man den korrekten Buchungscode hat. Und Turkish Airlines macht das so, dass sie den Buchungscode bei einer Fremdbuchung, also über Miles & More, bei mir war es Live Miles, dass sie den nicht akzeptieren. Das heißt, du kannst dich nicht in die Buchung einloggen und kannst deshalb auch keinen Sitzplatz reservieren, kannst kein zusätzliches Gepäck. Ja, jetzt ist es so, ich habe das über verschiedene Kanäle bei Turkish Airlines probiert. Die haben Customer Service bei Facebook, bei Instagram, bei Twitter. Üblicherweise gelten die Customer Services von Airlines bei Twitter als kompetentesten. Sie reagieren in der Regel auch am schnellsten. Das war jetzt bei Turkish Airlines in meinem Fall nicht der Fall. Also da hat man mich eiskalt abblitzen lassen und haben gesagt, du hast bei einem Drittanbieter gebucht. War ein Business-Class-Ticket, ne? Und musst du sehen, wie du das jetzt mit deinem Drittanbieter geklärt kriegst, wie du da dich einloggen kannst. Ticketnummern von Turkish Airlines fangen eben nicht mit 220, sondern mit 235 an. Und die Buchungscodes fangen an mit USTRVW. Einer von diesen Buchstaben. So fangen Buchungscodes bei Turkish Airlines an. Und wenn du keinen solchen Buchstaben am Anfang hast, wird dein Buchungscode eben nicht akzeptiert. Ich habe ihm jetzt geraten, er soll mal bei der Hotline anrufen und ein bisschen insistieren, freundlich bleiben, aber eben insistieren und gegebenenfalls auch mehrere Buchungsbüros in Deutschland von Turkish Airlines, die haben ja in jeder Stadt ein eigenes Buchungsbüro, anrufen und versuchen, an diesen Turkish Airlines Buchungscode ranzukommen und damit er sich dann eben online einloggen kann in seine Buchung. Aber da tun die sich schwer, warum auch immer, aber das habe ich auch schon erlebt. Kommen wir zu Avios. Der Jörg fragt, er will Zubringer mit Avios buchen. Kann ich mit Avios auch Zubringer und Abbringer buchen? Er hat sein Sabbatjahr, das geht Mitte des Jahres los und er hat schon einige Miles & More Meilen bzw. Avios zusammen, sodass er so langsam in die konkrete Phase des Buchens kommt. Mitsamt der Vorfreude, schreibt er. Würde auch gerne einen oder einige Flüge in der First fliegen, aber bin mir noch nicht so sicher, wie ich das buchungstechnisch am besten anstelle. Hast du da einen Tipp an den Jörg, Kai? Zu den Avios-Zubringern und Abbringern, die kann man zwar buchen, aber die kosten extra. Anders als bei Miles & More, die eben bepreisen nach Regionen, bepreist British Airways eben nach Distanz, und zwar nach Distanz einzelner Segmente. Das heißt, du bezahlst für jedes einzelne Segment, zahlst du den Preis, der nach der Meilentabelle da eben erforderlich wird. Deshalb bringt es keinen Vorteil, einen Zubringer oder einen Abbringer zu buchen. Ich würde sogar eher dazu raten, bei British Airways Flügen und bei Iberia Flügen keine Zubringer und Abbringer mit Avios zu buchen, sondern die einfach mit Cash zu bezahlen. Ist fast immer günstiger. Zu der Frage mit dem meilentechnisch am besten anstellen. Das hängt natürlich von seinen Wünschen ab. Ne? Wir wissen, auch da kommt es eben auf das konkrete Routing an. Wo fliegt er hin? Wo will er hinfliegen? Welche Airlines bieten sich da auf den jeweiligen Strecken an und hat irgendeine von diesen Airlines eine First Class? Und gibt es dann bestimmte Restriktionen, wie man diese First Class buchen kann? Das ist eben auch von Airline zu Airline noch ein Stück weit unterschiedlich. Mhm. Kurzum, das kann man jetzt pauschal nicht sagen. Das macht jetzt ja auch keinen Sinn, dass ich jetzt für 12 oder 13 Airlines mit einer First Class da die einzelnen Regeln referiere. Da kommen wir heute nicht mehr ins Bett. Ne? Also das müsste er nochmal ein bisschen präzisieren gegebenenfalls. Generell ist immer erstmal sich selber einen Plan machen, wo fliege ich, wo will ich hinfliegen, was ist meine Route. Dann gucken, fliegen da eigentlich Airlines, die ich mit meinen Meilen auch bezahlen kann. Dann gucken, gibt es Prämienverfügbarkeiten. Und dann kann man für einzelne Segmente auch mal gucken, gibt es da vielleicht noch ein First-Class-Ticket, das man dazu buchen könnte. Also die Schritte, die ich vorher genannt habe, die sind schon anstrengend genug. Da ist ein bisschen Glück dabei, ob man da noch einen First-Class-Flug mit reinbekommt. Ja. Also dann würde ich vorschlagen, zur Güte, Jörg, mach doch einfach mal deine Hausaufgaben entsprechend und dann schick das doch einfach nochmal und wir lassen den Kai das nochmal korrigieren. Wir brauchen ein paar Anregungen oder ein paar Informationen darüber, wo es eigentlich hingehen soll. Kommen wir zur nächsten Frage, die ist ganz simpel, Kai. Der Wert einer Miles & More Meile. Der Mario fragt, ich glaube nicht, das ist nicht der Mario, den ich jetzt im Kopf habe. Ist der das Mario. Kann ich mir nicht vorstellen. Doch, ist der? Ist er. Dann ist es ja eine Provokation. Also, der Mario aus Berlin fragt, wie viel ist eine Meile wert? Gibt es grobe Berechnungsgrundlagen dafür, à la Best Case oder Worst Case Szenario? Kai, kannst du da kurz ein paar Tipps geben? 1,357 Cent.
Zack. Nächste Frage. Hängt von der Einlösung ab. Ne? Das hat man selber in der Hand, wie viel die Meile wert ist. Wenn man damit seine Kreditkartenrechnung bezahlt, dann ist es gar nichts wert. 0,4 Cent, 0,5 Cent. Wenn du einen Toaster im Worldshop kaufst, ist es noch weniger, 0,3 Cent. Und wenn du Gutscheine kaufst, sind es 0,5 Cent. Wenn du einen First-Class-Flug nach Mexiko buchst, dann bist du schon bei 2, 3, 4 Cent oder sogar noch mehr möglicherweise. Und am Ende ist es natürlich immer so, dass der Prämienflug die beste Einlösung ist und immer den höchsten Wert hat für die Meile. Und dabei gilt dann eben auch, Economy-Flüge sind eher weniger wert, Business-Class-Flüge sind gut. Und wenn man einen First-Class-Flug erwischen kann irgendwie, dann ist das natürlich immer die Top-Einlösung, weil eben der First-Class-Flug in der Realität auch am meisten kostet. Das ist der teuerste Flug, den du haben kannst. Und der ist exorbitant viel teurer, als eben der Premium-Flug teurer ist als ein Business-Class-Flug. Das kann man ja auch, bevor man den Flug bucht, kann man ja gucken, was würde der denn kosten, wenn ich ihn Cash buchen würde. Ja, kannst du natürlich auch so machen. Und wenn du Weihnachten fliegst, Weihnachten nach Singapur, dann wird der Cash-Flug ein Tausender mehr kosten als im Hochsommer, wo da keiner hin fliegen will, weil es so heiß ist. Und dann ist der Premiumflug entsprechend natürlich, oder dann ist die Meile für den Premiumflug natürlich entsprechend ein bisschen mehr wert. Aber dann jetzt wirklich zu Finnair. Und zwar der Ingo, der möchte Finnair Punkte einlösen oder auf Avios warten. Der Ingo fragt, Finnair wechselt ja im März bekanntlich zu Avios. Und meine Frage ist nun, ob ich jetzt noch einen Prämienflug mit Finnair Plus buchen soll oder doch lieber abwarten, bis die Umwandlung zu Avios erfolgt ist. Kann man das schon sagen, Kai? Ja, zufällig stand ich ja vor genau dem gleichen Problem, denn ich hatte auch noch 130.000 Finnair-Punkte und war am Überlegen, ob ich eben die in Avios umwandeln lasse und dann die Avios verbrate oder ob ich die noch als Finnair-Punkte verwende. Da mussten wir warten, bis wir erfahren haben, wie das Umtauschverhältnis sein wird und was denn die Prämienflüge in Avios in Zukunft kosten wird. Mhm. Das wissen wir jetzt inzwischen. Und erwartungsgemäß, obwohl uns versprochen wurde, es wird 3:2 umgetauscht und auch die Meilenwerte werden 3:2 angepasst, hat Finnair das Versprochen gebrochen. Und die Flüge sind deutlich teurer geworden, weil sie jetzt eben auch nach Segmenten bepreisen. Ähnliche Geschichte wie bei British Airways und bei Iberia. Und dadurch ist es dann eben nicht mehr 3:2, sondern es ist fast genau der gleiche Preis wie vorher. Nur jetzt eben dann in Avios und nicht in Finnair-Punkten. Kurzum, er fliegt von München nach Bangkok. Ich fliege von Hamburg nach Bangkok. Ich habe mir für August noch zu den alten Finnair Plus Bedingungen mit Finnair-Punkten den Prämienflug gesichert. Das sind 95.000 Punkte. Ist auch eine ganze Menge. Aber die Alternative wäre eben nach dem 9. März, wenn auf Avios umgestellt wurde, würde ich dann 80.500 Avios zahlen. Irgendwas bei 80.000 jedenfalls. Mhm. Also 95.000. Eigentlich sollte 3:2 umgetauscht werden. Dann wären wir bei 62.500 für den gleichen Flug. 62.500 Avios müsste das eigentlich kosten. Also 63.000 noch was. Er würde nach der neuen Tabelle von Helsinki nach Bangkok tatsächlich nur 62.500 Avios kosten. Aber da man jetzt eben den Zubringer extra bezahlen muss, also von München nach Helsinki oder in meinem Fall von Hamburg nach Helsinki, das kostet 18.000 Avios, zahle ich dann eben nicht 62.500, sondern 80.500. Ist nicht nett von Finnair und damit werden sie viele, viele Kunden verlieren. Der Ingo hatte noch eine Zusatzfrage gestellt. Mit welcher Airline ist es denn die beste Option, einen Prämienflug zu buchen, um so wenig Avios wie möglich einzusetzen für so einen Flug? Ja, also wenn er sie denn doch in Avios umtauschen will, ich glaube, ich hatte ihn soweit, dass er das nicht mehr will, ist natürlich auch die Frage. Er hat jetzt noch eine gute Woche Zeit und da eine Verfügbarkeit für die Business Class zu finden. Wir beide sind ja nicht die Einzigen, die diese Rechnung angestellt haben, ne? Sondern das haben viele, viele Leute, die viele, viele Punkte auf dem Konto haben. Die sehen jetzt zu, dass sie die Punkte noch loswerden. Das heißt, es ist nicht so, dass man sich die Business Class Verfügbarkeiten aussuchen kann. Ich habe schon verdammt viel Glück gehabt und auch verdammt lange gesucht, bis ich dann für Mitte August noch einen Flug gefunden habe. Also er wird ein bisschen Glück brauchen dabei auch. Wenn er sie also doch am Ende in Avios umgewandelt bekommt, dann kann er, wenn er irgendwie eine Möglichkeit hat, günstig von München mit einem Bezahlticket nach Helsinki zu kommen, kann er von Helsinki nach Bangkok für 62.500 Avios fliegen. Macht wenig Sinn, weil du musst dich dann eben um den Weg nach Helsinki irgendwie kümmern. Wenn wir das mal beiseite legen, dann kann man mit Iberia, kann man nicht nach Thailand fliegen, weil Iberia nicht nach Thailand fliegt. British Airways fliegt im Moment auch nicht nach Thailand. Und mit Partner Airlines im British Airways Executive Club macht es keinen Sinn, weil da das gleiche gilt. Es werden die Segmente einzeln bepreist. Bliebe am Ende Qatar Airways, die auch den Avios haben.
mit Qatar Airways, wenn er denn Verfügbarkeiten findet. Die sind jetzt nicht ganz unbeliebt, Qatar Airways. Könnte er für 75.000 Avios in der Business Class dahin fliegen, One Way. Mhm. Also das wäre es im Moment die günstigste Möglichkeit, wenn man zu dem Preis Verfügbarkeiten findet. Es gibt ja bei Qatar Airways zwei Tarife, den Saver-Tarif, das sind die 75.000. Da gibt es sehr, sehr wenig Verfügbarkeiten und es gibt den Flex-Tarif und da gibt es sehr viele Verfügbarkeiten, aber der kostet das Doppelte, dann zahlt 150.000 Avios. Und das macht dann wieder keinen Sinn. Jetzt kommen wir vielleicht so ein bisschen in die Grauzone rein. Kai, wahrscheinlich müssen wir uns mal einen Disclaimer zulegen, wenn es um Rechts- und Steuerberatung geht. Wir sind natürlich keine Rechts- und Steuerberater, sehen wir so aus. Aber wir versuchen trotzdem unser Bestes und im Moment sind wir ja noch unter uns in diesem kleinen Podcast. Es geht um geschäftliche Umsätze mit privater Amex-Karte. Ein User fragt schon wieder, ich arbeite als Angestellter und bezahle im Großhandel für meinen Arbeitgeber oft Ware mit meiner privaten Amex. Auf Dienstreisen zahle ich dann Hotels, Mietwagen oder Verpflegung ebenfalls mit dieser Kreditkarte und bekomme die ausgelegten Kosten dann von meinem Arbeitgeber erstattet. Ist das erlaubt? Zum einen steuerlich mit der privaten Amex als geldwerter Vorteil und zum anderen Manufactured Spending bei Amex. Das sind die Punkte, an der er offensichtlich Probleme wittert. Generell, ne, das mal so als Lebensweisheit von zwei alten Männern, wenn ihr eine Steuerfrage habt oder eine Rechtsfrage, nicht im Internet. Klärt das nicht im Internet, wenn das was Wichtiges ist. Klärt das mit einem Steuerberater oder einem Rechtsanwalt, der für die Fachrichtung halt irgendwie zugelassen ist. Das vorweggeschickt, kommt jetzt also wieder gefährliches Halbwissen. Es werden ganz sicher in der Kommentarleiste Leute kommen um die Ecke mit dem Hinweis, dass Amex den geldwerten Vorteil pauschal versteuern würde. Das ist so Allgemeinwissen, das jeder irgendwo mal gehört hat. Das stimmt auch, aber also nur für die Business. Mich würde es in meinem Halbwissen komplett erschüttern, wenn das so wäre. Ist das so? Ja, sie machen es aber nur für die Business-Karte. Er zahlt ja mit seiner privaten Amex und da versteuert es Amex eben nicht. Aber für die Business-Kreditkarte wird der geldwerte Vorteil, also der dann entsteht, wenn man die Punkte dann eben privat einlöst, das wird von Amex pauschal versteuert. Ich habe mal vorhin im Internet nochmal recherchiert und tatsächlich wurde dieses Thema bei Frag einen Anwalt von einem Anwalt auch beantwortet. Allerdings war die Fallkonstellation da ein bisschen eine andere. Der weist darauf hin, dass das grundsätzlich eine Einnahme ist, die zu versteuern ist, also die der Einkommensteuer unterliegt. Und zwar muss man dann eben der Meile, der einzelnen Meile oder dem einzelnen Punkt einen bestimmten Wert zuweisen. Das wird nicht ganz einfach sein, das mit dem Finanzamt zu klären. Und dann hat man einen Freibetrag von 256 Euro im Jahr. Die sind schnell erreicht, je nachdem, wie wertvoll der Punkt eben ist. Ne? Und wir haben ja gerade über den Wert einer Meile geredet. Der ist nicht so ganz klar definiert. Aber das Finanzamt wird wahrscheinlich immer von einem höheren Wert ausgehen als dem, den man vielleicht selber zudenken würde. Das ist tatsächlich also immer ein Problem. Das gibt es schon, ja, seit es Amex gibt und seit es eben diese Geschichte mit den Membership Rewards gibt. Ich maße mir da jetzt auch kein Urteil an. Kommen dann natürlich auch immer so die Praktiker, die sagen, ja, aber wie soll denn das Finanzamt das eigentlich rauskriegen? Er bezahlt mit seiner privaten Karte, bezahlt dann ein paar Einkäufe und bekommt dafür Punkte. In der Grauzone. Na, wo ist das Problem? So, das kommt dann auch immer recht schnell um die Ecke. Also quatschen können wir da endlos. Wo wir nochmal kurz drauf eingehen können, ist die Frage mit dem Manufactured Spending. Was ist Manufactured Spending? Wenn du Geld von deiner Kreditkarte auf ein Bankkonto überweist oder halt Geld Dinge ausgibst, um eben die Punkte einzusammeln, um Meilen zu sammeln und dann die beste Übersetzung ist vielleicht manipulierte Einnahmen ausgaben. Oder? Ja, aber da ist ja die Frage, wo fängt Manipulation an? Amex mag es nicht, wenn du Kreditkartenumsätze machst, die dir dann hintenrum wieder erstattet werden. Das ist für Amex Manufactured Spending. Und das ist natürlich ziemlich genau das, was er da macht. Also er legt Geld aus, indem er Dinge für seinen Arbeitgeber bezahlt. Der Arbeitgeber will ihm was Gutes tun, der weiß, der sammelt da Punkte und bekommt da Meilen für. Streng genommen ist das ziemlich genau das, was Amex als Manufactured Spending bezeichnen würde. Auf der anderen Seite, das ist ja das, was wir alle machen. Wir sagen unseren Freunden, Bekannten, wenn du dir einen neuen Kühlschrank kaufen willst, ich bezahle den gerne mit meiner Amex, da kriege ich Punkte für. Ne? Und also solche Sachen ist dann die Frage bei Gutscheinkäufen. Ne? Ich kaufe mir Gutscheine, bezahle die mit Amex, bekomme das Geld für den Gutschein, kann ich danach dann ja wieder ausgeben für andere Waren oder so. Und wenn man da anfängt, die Sache richtig ernst
ernsthaft durchzudenken, dann kündigt man womöglich seine Amex. Das kann ja auch nicht Sinn der Sache sein. Muss also jeder gucken. Hat jetzt ja keinen Sinn, wenn ich sage, mach einfach weiter so. Hat aber auch keinen Sinn zu sagen, das ist alles total verboten. Und die Lösung muss jeder selber gucken. Und wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich ja auf Frag einen Anwalt nochmal die Antwort von dem Kollegen da durchlesen, der sich dazu als Steueranwalt geäußert hatte. Können wir vielleicht mal einen Link einblenden, möglicherweise, oder das in der Description, in der Description verlinken. Der Fall war übrigens so gestrickt, das war einer, der hat noch, ist ein paar Jahre her, und der hat mit seiner Miles & More-Karte, hat er Überweisungen getätigt über dieses, wie heißt es, Paysend, und hat das Geld direkt von der Miles & More-Karte auf sein Girokonto überwiesen und hat dann vom Girokonto das wieder auf die Miles & More-Karte überwiesen, kann ja seine Miles & More-Karte aufladen, damit man ein höheres Limit hat, und hat dann wieder mit Paysend das überwiesen auf sein, also ich meine, da hat ihm dann der Anwalt auch gesagt, dass die Meilen kann Miles & More von dir zurückverlangen und kann sich die bezahlen lassen, den Vorteil, Täuschung und ist möglicherweise auch Betrug im Spiel. Aber da gibt es Millionen Spielarten. Naja. Kommen wir zu Avios übertragen von Iberia zu British Airways. Sandra und Matthias fragen, wir hätten eine Frage zur Übertragung von Avios zwischen Konten bei Iberia und British Airways. Gibt es eine Mindestanzahl von Avios, die von einem Konto auf ein anderes Konto übertragen werden müssen? Ich besitze noch 800 Avios bei Iberia, die ich gerne übertragen möchte, bevor sie verfallen. Dabei soll als erster Schritt die Übertragung zu British Airways und dann weiter zu Qatar Airways erfolgen. Das gelingt aber leider nicht. Iberia meldet, es tut uns leid, derzeit erfüllen sie nicht die Bedingungen, um Avios übertragen zu können. Mhm. Kai, was sagst du Iberia? Habe ich auch schon gehabt. Genau den gleichen Fall. Dummerweise ist das jetzt kein Indiz dafür, ob es tatsächlich ein Limit gibt, wie viel Avios man überweisen muss oder übertragen muss, oder ob nicht einfach die Webseite von Iberia total verbuggt ist. Ich glaube, beides stimmt. Die Webseite das ist eine Katastrophe, eine absolute Katastrophe. Du loggst dich ein, du wirst hin und her geschoben, die Eieruhr geht eine Ewigkeit, sie loggen dich einfach wieder aus, klickst und das dauert. Also das ist eine Katastrophe. Die Webseite ist eine absolute Katastrophe. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass so ein Fehler einfach auch mal angezeigt wird, weil da irgendwas schief läuft. Aber ich glaube, da ich das wie gesagt auch schon hatte, ich hatte auch eine Restmenge von Avios, die wollte ich auch übertragen zu British Airways und habe genau die gleiche Anzeige bekommen. Ist natürlich jetzt ein bisschen Risiko dabei, weil wir nicht wissen, wie viel man übertragen muss. Wahrscheinlich sind es 1000, wäre jetzt meine Schätzung. Vielleicht noch ein paar MX-Punkte zu Iberia übertragen und dann eben mehr als 1000 übertragen. Ich habe übrigens den Verdacht, da bin ich nicht ganz sicher, aber ich habe den Verdacht, die haben ja Angst, dass ihnen die 800 Avios da ansonsten ablaufen. Die haben 36 Monate gültig. Und dann gilt aber natürlich auch, mein Eindruck ist, dass sie jetzt mit der Übertragung dann denen wieder volle 36 Monate verschaffen wollen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Zwar ist es so, dass jede Kontoaktivität bei British Airways und auch bei Iberia und auch bei Qatar Airways wieder neue 36 Monate in Gang setzt. Aber ob das auch funktioniert mit Punkten, die man oder mit Avios, die man eben unter den Konten immer hin und her überweisen kann, da bin ich mir nicht sicher. Da, wenn das jemand weiß, gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, dass das keine Aktivität ist, die den Meilenverfall stoppt. Kommen wir zu anderen Fragen. Der liebe Matthias fragt, wir fliegen im August nach Tokio. Auf dem Rückflug haben wir einen Abbringer mit dem Zug. Diese Zugfahrt wollen wir aber gar nicht antreten, weil wir mit dem Mietwagen nach Hause fahren. Kann das nachteilig sein, fragt der Matthias, wenn wir nicht im Zug sitzen? Gibt es hier auch eine Art Online-Check-in? Kann das jemand prüfen? Ist das bei Zügen anders als bei Zubringerflügen? Kai, meine naive Antwort schwingt, glaube ich, schon mit, aber du weißt es bestimmt besser. Ja, herzlich willkommen zum True Glies Podcast. Wenn es der Abbringer ist, also das letzte Segment, na, die Welt ist nicht perfekt, einen Zug kann man mal verpassen, genau wie man auch mal einen Abbringerflug verpassen kann. Wenn es ein Zubringer ist, ist natürlich gefährlich, weil wenn du den nicht antrittst, dann werden sämtliche weitere Flüge storniert. Dann kannst du dein Langstreckensegment nicht mehr antreten. Aber wenn es der letzte... Das ist auch beim Zug so. Okay. Ist ja ein Teil... Ich muss den nachweisen. Es ist ein Teil des Tickets, in diesem Fall ganz offensichtlich. Okay. Und dann muss man die Coupon-Reihenfolge, wie es so schön heißt, bei Lufthansa, also muss man dann spricht hier nur vom Abbringer. Online-Check-In weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe dieses Rail and Fly oder diese Geschichte mit den Lufthansa-Zügen habe ich noch nicht gemacht. Da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Lufthansa-Arten, der dazu mehr weiß und der kann dann das gerne nochmal in die Kommentare schreiben. Aber sie werden jedenfalls keine Probleme bekommen, wenn sie diesen Zug verpassen. Dann nochmal eine Frage zum Zugfahren. Und zwar der liebe Michael, der will Meilen sammeln im Zug.
Ihn würde interessieren, ob ein Zubringer der Deutschen Bahn mit einer LH-Flugnummer, also zum Beispiel LH3609, auch Meilen- und Statuspunkte bringt. Hi. Ja, wenn er eine LH-Flugnummer hat, ja. Wenn man einfach so, also ist ja mittlerweile Deutsche Bahn ist auch Star Alliance Connecting Partner, wie es so schön heißt. Allerdings eben nur, wenn es eine LH-Flugnummer hat. Also wenn es ein Zubringer zu einem Flug ist. Man kann nicht seine alten Studentenfreunde in Göttingen besuchen fahren mit dem ICE und dafür dann Meilen sammeln. Das klappt nicht. Mit dem Deutschland-Ticket. Mit dem Deutschland-Ticket. Da kannst du bei Bahnbonus kannst du da ein paar Punkte abziehen. Ja. Kommen wir zur allerletzten Frage. Revolut mit Business Miles and More Card. Der liebe Kai fragt, und zwar nicht der Kai, sondern ein anderer Kai. Jetzt habe ich den Fehler gemacht und nicht gelesen, bevor ich die Business Miles and More Kreditkarte bestellt habe. Zwar sammle ich jetzt 1:1, zahle aber auch 1,3 Cent pro Meile über Revolut, also mit der Business Miles and More Kreditkarte. Da ich recht schnell zum First Class Flug möchte, könnte ich das sogar hinnehmen. Sind 1,3 Cent okay oder zu teuer für die Revolut-Meilen? Er möchte recht schnell einen First-Class-Flug machen. Das kann man ja auch verstehen. Ja. Das Problem bei der Geschichte oder das, was er andeutet, ist, er hat sein Revolut-Konto, möchte er aufladen mit der Miles & More-Kreditkarte und hat sich aber für die Business-Variante entschieden, möglicherweise, weil er gierig war und es gibt für die Business-Karte gibt es für 1 Euro eine Meile, während es für die private für 2 Euro eine Meile gibt. Also man bekommt doppelt so viele Meilen, kurz gesagt. Das hat die Gier entfacht. Also es wäre menschlich verständlich, ne? Das Uns ist ja auch nichts Menschliches fremd. Das Blöde ist eben, dass man für die Aufladung von Revolut mit der Business-Karte Gebühren zahlen muss. Die deckt nämlich Revolut nicht ab, sondern die werden weitergegeben. Und das sind dann eben diese 1,3 Cent, die er da pro Meile zahlt. Und das ist auf Dauer, würde ich das nicht machen. Also dafür, man bekommt zwar die doppelte Zahl an Meilen, aber wenn man da Kosten hat, ich würde es nicht machen. Es gibt es bestimmt in einer... Aber ist auch kein grober Fehler, oder? Ist kein grober Fehler, zumal wenn er sagt, es geht schneller oder er will halt einfach schnell die Meilen zusammen haben, dann macht man das eben einfach. Ich weiß jetzt nicht, das stand in der Mail nicht drin, ob er tatsächlich auch geschäftliche Ausgaben hat oder ob er die einfach nur bestellt hat, um eben die doppelte Meilenausbeute zu haben. Das könnte ihm irgendwann auf die Füße fallen. Also er sollte schon auch Geschäft oder ein Gewerbe haben. Aber muss er wahrscheinlich auch haben, weil ich glaube, bei der Miles & More Business Card muss man auch einen Gewerbeschein dann nachweisen oder so. Ja, auf Dauer wäre das, glaube ich, nichts für mich. Insbesondere, wenn man dann eben anfängt, Miete und so bezahlen zu wollen, dann geht es ja um viele Meilen und dann da richtig Geld zu bezahlen für die Aufladung, würde ich vermutlich nicht machen, aber muss ja jeder selber wissen. Also 1,3 Cent für die Meile, in dem Fall wäre mir zu viel. Mit diesen goldenen Worten vom lieben Kai schließen wir diese Session für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen zum Podcast habt, zum Thema Meilen fliegen, Meilen sammeln, Meilen einlösen, wie auch immer. mail@truemilespodcast.de. Die Kaffeetassen nicht vergessen, wir blenden das immer wieder ein. Wenn ihr Fragen mit Booster versehen wollt, dann helfen die Kaffeetassen tatsächlich inzwischen, weil wir so viele Fragen bekommen, dass wir schon jetzt auch darauf achten, haben die lieben Leute sogar einen Kaffee spendiert, dann fühlen wir uns natürlich schneller bemüßigt, da eine Antwort zu finden. Ansonsten tüten wir es ein in die nächste Q&A, die dann kommt. Je mehr Fragen kommen, desto mehr kommen wir da ein bisschen unter Wasser. Tut uns leid, aber ist, wie es ist. Ganz herzlichen Dank, auch dir, lieber Kai. Und gerne. Bis zum nächsten Mal in diesem Theater. Tschüss. Und tschüss.